Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Pizza mit Ananas. Fangen wir erstmal einen Pizzateig an. Ich habe jetzt 1 Kilo Mehl hier. Den tue ich einmal erstmal ein Sieb durch. Immer mit Sieb durchlassen lieber. Dann wird der Teig auch schmeidiger. So, fertig. So, wir machen ein tiefes wie Meer oder Vulkan. Sieht aus wie Vulkan. Okay, geht's weiter. Darf ich weiter sagen? Das läuft. Ja, gut. Kommt Hefe, 42 Gramm. Einpackung halt. So. Halbe Liter, erstmal mache ich halbe Liter lauwarmes Wasser. Halbe Liter. Und 50 Milligramm Olivenöl. Okay. So, jetzt den Salz. Mache ich 15, 20 Gramm. Je nach Geschmack. Okay, fangen gleich an. Etwas umrühren erstmal wegen Hefe, dass sich löst. Immer umrühren. So, dann kommt es langsam. Ob man mehr Wasser braucht oder nicht. Davon mache ich 4 Belegpizza. Der Teig ist gleich fertig. Immer hier reinholen und da reindrücken, ne, Teig. So, immer nach von außen nach innen. So, fertig. Man sieht ja, so muss es sein. Wenn man da reindrückt. Gut. Wir machen es so. Luft rauslassen. So. Lassen wir sie 30 Minuten ruhen. Fangen wir mit Inhalt an von der Pizza. Ich habe 250 Gramm Pilze, 400 Gramm Tomaten gemischt, 150 Gramm Sucuk, 30 Knoblauch, ein Zwiebel, große, rot. Und 300 Gramm Paprika gemischt, grün und rot. Fangen wir gleich an. Fange ich mit Zwiebel an zu schneiden. Dann schneiden wir auch kleine. Gehen wir mit der durch. Kommt alles in den Behälter rein. Ich kann gleich so schneiden. Auch kleine. So. Teil Nummer 3. So. Etwas kleiner machen, wenn man da rein tut. Kleine Tomaten. Und auch so etwas kleine. Gut, jetzt fangen Pilze an, fertig auch rein. Oder mache ich Knoblauch lieber. Schneide mal auch klein. So, jetzt dann Champignon. Den machen wir auch kleine, dünn, also nicht so dick machen, dünn. So, jetzt dann Paprika. Machen wir jetzt weg. Gleich mal. So, dann teile mal sie durch, zwei. So, holen wir die Kerne raus.
Weg. Okay. So, jetzt fertig. Jetzt kann man sich schneiden. Nehmen wir dafür ein großes Messer. Machen wir grün auch rein. So, jetzt die große. Machen wir das weg wieder. Dann teilen wir sie mit der durch. So, jetzt schneiden wir auch mal klein. Alles fertig geschnitten. Jetzt kommen Kräuter rein. So, ich tue mal Pizzagewürze rein. Wie viel man möchte. Ich mache halt 3 Teelöffel rein. 3 Teelöffel Salz. Mache ich 1,5 Löffel. Olivenöl. 50 Milliliter wieder. So, jetzt kommt Pfeffer. So, jetzt alles umrühren. Fertig. Das ist der Inhalt. Jetzt kommt dann Soße. Die Seite, kann ich gleich die Soße vorbereiten. Fangen wir mit Soße an. Ich habe 500 Gramm passierte Tomaten. Tue ich gleich mal rein, alles. So. Bei jedem Blech die Hälfte dann nachher. Gibt 4 Blech. Okay. So. Ein Viertel dann. Ein Viertel. Ja. Jetzt kommt Zucker rein. Kaffeelöffel. 1,5 Kaffeelöffel Zucker. Salz. Teelöffel, dann mache ich auch einen Löffel Pizza, Kräuter rein oder Gewürz. Olivenöl noch etwas, 30, vielleicht 20 Milliliter. Pfeffer nochmal. Okay, so. Ich ändere jetzt etwas Geschmack. Mache ich einen Esslöffel Eiweiß rein, mild. Davon gibt es auch scharfe, aber ich mache mild rein. So, okay, fertig. Jetzt können wir sie umrühren. Jetzt habe ich schön umgerührt. Muss gut umrühren wegen dem Zucker und Salz, dass sich löst. So, fertig. Okay, wir warten jetzt, bis der Teig fertig ist. Jetzt gucken wir mal den Teig. Man sieht ja wunderbar, der Teig ist schon gut geworden. Jetzt kann man sie rausholen. Geht ab runter, hole ich sie raus, ist das Mehl. Okay, so. Fertig. Probieren wir alles weg, ja. Mehl, nicht vergessen. So, jetzt bearbeiten wir sie noch etwas. Immer nach innen. Dann wieder kleine. So, das Mehl. So, jetzt tue ich sie mal wiegen, wie viel ist. Und dann teile ich sie 4. Gucken wir mal. Wie viel wiegt das? 1 Kilo 600 Gramm. Also 400 Gramm.
4 Plek 400. Dann gucken wir mal. So. 1. Jetzt den Mehl wieder rüber. So. 1. Und immer nach innen. 2. Und dann nehmen wir noch etwas weg. Dann lasse ich jetzt mal 5 Minuten ruhen, dann ist es leichter zu bearbeiten. Zudecken nochmal. So. Ich lasse 5 Minuten ruhen. 5 Minuten ist jetzt rum, gucken wir mal. Wunderbar. So, jetzt hole ich mal eine weg, wo ich Esch hingelegt habe. Den habe ich so Esch hingelegt. So, jetzt kann ich mal ein bisschen rüberschieben, weil ich brauche den Platz. Mal durch so decken wieder. So. Okay, etwas Mehl unten. Fangen wir gleich an mit Hand erstmal. Nicht so viel drücken. So. So, jetzt nehmen wir den Roller etwas. Den muss ich so groß machen wie der Blech. Auch schöne Pizza, gell? Riesen Pizza gibt es da, die ist ja. Aber ich mache Pizza jetzt mal. Ich bin ja nicht so sicher. So. Gucken wir mal. Da muss so groß wie der Blech. Noch etwas. Darüber. Jetzt der Kante. So, fertig. So, wenn man jetzt kommen sie Blecher rein. So. So, okay. So, jetzt kommt die Soße ich mal drauf. Löffel. 5 Löffel machen wir drauf. Erstmal 5 Löffel, gucken wir mal, wie es dann aussieht. Man mehr braucht. Jetzt kommt Käse rein. Drauf gleich, da ist noch hell. Dann mache ich nochmal. So, da wird es saftiger etwas. Wenn man mehr drauf tut, ist nicht so trocken. So. Jetzt Mozzarella, ich habe 2 verschiedene Mozzarella hier. Ich mache von denen mal etwas rein. Erstmal. Nochmal. So, jetzt von dem anderen Mozzarella. Scheibe geschnitten. So, das Lamm Gottes will so viel. So. Gut. Hier ist der Inhalt. Nochmal umrühren. So, man kann ja mit der Hand noch verteilen halt. Überall. So. So, vielleicht fertig. Nochmal. Der wichtigste kommt noch, Ananas, nicht vergessen, ihr denkt, ich habe vergessen, habe ich nicht. Kommt dabei gleich, so, fertig. Schon belegt, Pizza. Noch, da, da. So, jetzt kommt bald gleich der Lied, da, da, da. So, Ananas, der wichtigste, gewürfelte Ananas. So.
Ihr könnt da reinmachen, wie viel ihr wollt halt. So, ich mache jetzt so, ich glaube so 50 Gramm. Jetzt für ein Blech. Ja, fertig. So. Den lasse ich auch noch 15 Minuten ruhen und dann kommt der Ofen da rein. 240 Grad untere Schiene, zweite Schiene von unten. Ich mache alle Blech gleiche, dann geht's los. Nachher, wenn ich Ofen da rein tue, den lasse ich jetzt ruhen. 15 Minuten. Jetzt soll ich sie raus, wie gesagt, 240 Grad. Von untere Schiene, die zweite Schiene habe ich da rein. So, hat ungefähr 18 Minuten, 15 bis 18 Minuten gebraucht. Jetzt tue ich gleich den Nix da rein. Okay, so sieht allgemein gut aus. Man sieht den Käse schon geschmolzen, etwas Farbe. Man kann hier unten auch kontrollieren. Ja, hat auch Farbe, schön. Ich lasse eine Minute ruhen, dann schneide ich sie so. Jetzt schneiden wir von erstmal die Mitte durch. Und dann so teile ich sie drei. An die drei Teller rein. Muss ich rüberschieben. Wow, Käse, schöne Käse. Okay. So kann man sie servieren. Guten Appetit mit Pizza mit Ananas. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss.